herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute erstellen wir eine Jahresübersicht. Dafür brauchen wir natürlich erstmal unser Bullet Journal. Bei mir ist das Scribbles That Matter. Dann die Kalenderstamps, die sind richtig klasse, das wirst du aber gleich im Video sehen. Natürlich das Stempelkissen. Und mein Bleistiftset. Dann die Friction Highlighter. Die kann man wegradieren, deswegen sind die so klasse. Und den Mikron Fineliner. Außerdem natürlich noch das Acrylic Blocks Stempelset. Und dann können wir auch schon loslegen. Ja, zunächst einmal wird gestempelt. Und dafür brauche ich natürlich die Wochenübersicht. Man muss da ein bisschen vorsichtig vorgehen, weil das Ganze schnell ja an den Rändern ausfransen kann und sieht das nicht mehr so hübsch aus. Aber versuch es vielleicht erst einmal auf einem Zettel, bevor du in deinem Bullet Journal losstempelst. Und du siehst das hier schon, ne? Es ist nicht ganz so einfach. Aber naja, perfectly imperfect. Das ist natürlich auch ein Motto und so machen wir das hier auch. Also es muss nicht alles perfekt sein. Ich mache auf jede Seite 6 Monate. Dann hat man einen schönen Überblick, kann die einzelnen Monate markieren und ja, ist alles da. Ne? Wir haben jetzt Juli, aus dem Grund werde ich auch im Juli anfangen. Wie du siehst, ist gar nicht schlimm, wenn es nicht der 1. Januar ist. Du kannst dein Bullet Journal zu jeder Jahreszeit beginnen, also immer in einem Monat und ja, einfach loslegen. Ne? Und dann machst du von da aus ein Jahr, wenn es so lange reicht, schön, wenn nicht, naja gut, dann nimmst du ein neues Bullet Journal, ist ja kein Problem. So, die Wochen sind jetzt drin, immer Montag bis Sonntag. Ich habe auch hier die Wahl zwischen Montag und Sonntag und eben Sonntag bis Samstag, also je nachdem, was dir besser gefällt. Ich bin da der Montag bis Sonntag Typ und sonst komme ich irgendwie nicht mehr klar. Dann gibt es 7 Stempel für die Tage des Monats und natürlich fängt jeder Monat an einem anderen Tag an. Aus dem Grund musst du mal gucken, was rausgeschnitten ist. Ne? Also der Juli, der 1. Juli fing jetzt an einem Montag an, deswegen ist da vorne nichts rausgeschnitten. Dann bei dem August ist es schon anders, der fängt an einem Donnerstag an, deswegen sind die ersten 3 Tage rausgeschnitten. Deswegen bitte erst einmal verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe ein bisschen ja, geguckt und gefummelt, ne? Erstmal verstehen, wie die das gemeint haben mit dem Stempel, aber eigentlich ist es ganz einfach, ne? Und dann, wenn du dann weißt, was da rein muss, dann kannst du auch schon loslegen.
Ja, es dauert ein bisschen, weil man muss ja in jedem Monat gucken, wann er denn jetzt endlich beginnt, was der erste Tag des Monats ist, den Stempel auswählen und dann halt das hier reinstempeln. Aber wenn das geschehen ist, dann siehst du schon, ja, es ist schon lohnenswert, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt schreibe ich über jeden Monat einfach den Namen des Monats drüber und gestalte das dann gleich ein bisschen. Also, wie gesagt, wir beginnen mit dem Juli. Ja, so weit, so gut. Ne? Jetzt geht's los, jetzt muss ein bisschen Farbe rein. Und ich habe mir gedacht, ich nehme die Frixion Highlighter und male über jeden Monat die Zahl drüber. Also der Juli ist die Nummer 7, dann 8 und so weiter. Und dann nehme ich noch für jeden Monat eine andere Farbe. Thank you.
Du siehst, ich habe 12 Monate, 4 Farben, heißt, ich nehme ja immer ab dem 5. Monat, also ne, immer nach dem 4., dann der 5. ist wieder dieselbe Farbe wie der 1. und so weiter. Und dann sieht das ein bisschen, ja, hat ein bisschen Abwechslung darin und ist nicht so eintönig. Deswegen einmal jeder Monat bekommt seine eigene Farbe. Wenn du mehr Textmarke hast als ich, spricht natürlich gar nichts dagegen, jeden Monat seine eigene Farbe zu geben. Vielleicht immer ein bisschen passend zur Jahreszeit. Ist so natürlich auch wieder ganz flexibel. Ich gebe nur Ideen. Ja, und dann nehme ich erstmal meinen Bleistift, weil ich jetzt hier at a glance oben drüber schreiben möchte. Und naja, ich traue mir nicht so. Ne? Dann schreibe ich das lieber erst einmal mit Bleistift vor und ziehe es dann mit dem Fineliner nach und ja, radiere dann eben den Bleistift weg. Damit ich das Ganze möglichst ja, mittig hinbekomme, schreibe ich jetzt erstmal die beiden Wörter in der Mitte, also at a, und packe dann eben year und glance davor bzw. dahinter. Ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, mich selber ein bisschen auszutricksen und das Ganze möglichst mittig hinzubekommen. Naja, fast hat es geklappt. Irgendwie hier ist ein bisschen weit links. Deswegen, naja, es gibt ja ein Radiergummi. Dann muss ich da nochmal ran. Also weg damit und dann schreibe ich es nochmal hin. Aber du siehst, wie wichtig es ist, dass du hier einen Bleistift nimmst, weil dann kannst du das eben nochmal korrigieren. So, jetzt bin ich zufrieden. Also kommt mein Micron Fineliner zum Einsatz. Den habe ich richtig gerne. Ne? Also wenn ich das jetzt da drüber gehe und da bleiben Bleistiftreste, dann kann ich das wegradieren, ohne dass das Ganze verschmiert. Natürlich immer vorausgesetzt, ich lasse das noch ja, eine Minute, zwei vielleicht trocknen, dass das richtig eingezogen ist. Aber das Schöne ist auch, der Stift sorgt nicht dafür, dass er auf der anderen Seite durchtritt, was auch wieder sehr hilfreich ist. So, mein Jahresüberblick ist fertig. Natürlich könnte man jetzt hier noch ein paar Sticker einbringen oder ein bisschen Washi-Tape oder sowas, aber ich finde das eigentlich ganz hübsch, dass das so ja, recht nüchtern aussieht. Ne? Weil wenn ich jetzt anfange, die einzelnen Tage zu markieren, ne, die wichtig sind, dann wird das Ganze nicht so überwältigend, wenn ich jetzt noch Washi-Tape reinmache und Sticker reinmache und so. Naja, dann könnte es ein bisschen zu viel werden. Ich hoffe, dir hat unser Tutorial gefallen und ja, du hast ganz viel Spaß beim Nachmachen und ich sehe dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!